Ja, hi. In diesem Video möchte ich über mein Trial and Error mit Bindern reden. Denn ich gehöre zu diesen Menschen, die einfach in gewissen Dingen absolut unfähig sind. Und was Binder betrifft, oh ja, ich kann einfach nicht richtig atmen. Ich bin einfach zu dumm dazu. Und ich habe, glaube ich, so ganz YouTube danach durchforstet, um andere Leute zu finden, die ebenfalls unfähig sind, Binder zu tragen. Also ich meine, ich tue es halt trotzdem, weil man sich einfach gut fühlt damit, weil man dieses Problem nicht hat, dass man da so zwei Fettbeutel hat, die da nicht hingehören. Die sind dann halt weg und das ist nice und gut. Ja, deswegen entscheide ich mich halt trotzdem zu binden, aber es war ein ziemlich langer Weg, um dorthin zu kommen, dass ich zumindest fast täglich binden kann mittlerweile. Und ich meine, mein Körper braucht trotzdem Pausen, weil ich sonst eingehe. Ich denke, ich habe mich auch mittlerweile daran gewöhnt und langsam gelernt, wie man mit einem Binder atmet. Das ist die Geschichte dazu. Wie ich meinen ersten Binder bestellt habe, habe ich ziemlich darauf geachtet, dass da halt auch steht, dass der bequem ist. Und ich wollte halt nicht so mega viel Geld ausgeben. Ja, großer Fehler. Vor allem, weil die guten Binder eh nicht so viel kosten. Das ist halt echt nicht so tragisch. Das kostet halt, ich weiß gar nicht, fuck, 30, 40 Euro einer oder sowas. Mein erster Binder, ich habe halt eben nachgeschaut und da hat es geheißen, der eine jene sei voll bequem und so. Und dann habe ich mir gedacht, nice, bestelle ich. Habe dann Ewigkeiten auf den warten müssen, weil ich Idiot halt nicht richtig geguckt habe, wie lange das dauert, bis der Binder kommt. Dann war das mein erster Binder. Ich habe auch noch einen zweiten. Ich brauche beide nicht mehr. Spoiler. Die andere, also der Binder, den ich jetzt habe von TC2B, der auch funktioniert. Der hat vorne so eine Verstärkung und den kann man da vorne auch überhaupt nicht dehnen. Also der ist einfach fest. So. Irgendwie. Schaut so aus, by the way. Aber der hier da vorne ist halt voll dehnbar. Und wie ich ihn angezogen habe, hat der auch nichts gemacht. Er ist halt so ein bisschen, klein wenig, ein bisschen geplättet, aber eigentlich fast gar nicht. Eng kam er mir jetzt nicht so krass vor. Es ging eigentlich und dann probemäßig bin ich dann zur Post gegangen, weil ich da eh was zu tun hatte. Und wieder zurück und bin dann insgesamt halt 20 Minuten unterwegs gewesen mit dem Binder und bin nach Hause gekommen, habe ihn sofort wieder ausgezogen, weil ich Kopfschmerzen hatte, stechende. Ich habe fast keine Luft bekommen. Ich habe einfach so schwarze Punkte gesehen und ich hatte das Gefühl, ich fliege einfach gleich um, weil ich einfach zu wenig Sauerstoff in meine Lunge gepumpt habe währenddessen. Vor allem, weil dieser nice Superbinder da unten so ein geiles, super Band hat, das niemand braucht, das einfach die Rippen noch mehr zusammengequetscht hat, an einer Stelle, also bei der Taille hier war das irgendwo, wo man so oder so nichts zusammendrücken möchte eigentlich. Also das Band habe ich einfach überhaupt nicht verstanden und habe es dann nach einer halben Ewigkeit einmal aufgetrennt. Das hat halt, also ich konnte ein bisschen mehr, also es hat nicht so wehgetan dann danach zumindest. Ich habe diesen Binder auch, wenn ich ihn 4 Stunden anhatte, musste ich mich 5 Tage davor erholen, weil meine Rippen einfach so höllisch wehgetan haben, als hätte mir jemand einfach mehrmals draufgeschlagen, weil sie einfach so zusammengequetscht geworden sind. Ich finde es absolut fahrlässig, so einen Binder. Ich meine, schön und gut, dass man einen Binder herstellt, aber das war halt auf Etsy, auf der Seite, wo die Leute immer ihre eigenen Dinge produzieren. Und vielleicht ist mein Körper einfach komisch und ich bin ein Weichei oder was weiß ich was, aber dieser Binder war die Hölle. Vor allem, weil er nicht mal irgendwie wirklich funktioniert hat. Was auch noch dazu kam, unter Leuten bin ich, also Moment, es wird besser, ich kann besser reden und bin nicht mehr so absolut awkward, wie ich früher war. Vor allem in der Zeit, wo ich so, bin ich trans, bin ich nicht trans, oh mein Gott, was bin ich eigentlich, war ich halt unter Leuten immer ziemlich weird. Und wenn man dann keine Luft bekommt, wenn man unter Leuten ist, das ist einfach too much. Du sitzt dann so da, so, bitte halt verhalte dich halt wie ein normaler Mensch, bitte. Bitte red wie ein normaler Mensch und dann kommt so keine Luft und gar nichts und du siehst einfach nur schwarze Punkte und es war absolut schrecklich und nicht tragbar. Ich habe dann mich ziemlich lange mit diesen Bindern abgemüht und zum Schluss habe ich mich dann, ich weiß nicht, ob man das machen sollte, wahrscheinlich sollte man es nicht tun, aber ich meine, ich habe es nur so 2, 3 Mal gemacht. Ich habe so ein KT-Band. Ja, das ist so ein Sporttape. Warte mal. Kinesiologie-Tape. Es ist halt ein bisschen dehnbar und man kann halt als Mühlchen damit tapen. Und ich habe dann das Tape kombiniert mit dem Binder, damit es zumindest halb, also
halbwegs irgendwie funktioniert, so zur Seite getaped und auch unten, sodass es zumindest einmal flach ist, wo ich mir auch gedacht habe, so, das ruiniert mir einfach alles und sah absolut ungesund aus. Aber unter, also wenn man das T-Shirt drüber gehauen hat, war es endlich mal flach. Dann habe ich mir allerdings irgendwann mal gedacht, so, ist vielleicht nicht die beste Art und Weise und könnte vielleicht wirklich den Körper schaden. Und habe mich dann dazu entschieden, halt nochmal zu versuchen, andere Binder zu kaufen, weil ich einfach eben nie höre, dass andere Leute solche Probleme haben mit den Binden. Und habe dann eben von GC2B nochmal zwei Binder gekauft, nochmal investiert. Und wie die dann angekommen sind, die funktionieren halt. Also sie plätten so weit wie möglich. Und das war wirklich angenehm mal zu sehen, dass das halt auch wirklich funktioniert. Vor allem haben die unten halt kein komisches Band wie die hier. Ich meine, von den Rippenschmerzen her, ich merke es schon, aber es ist halt bei weitem nicht so extrem wie bei dem scheiß Bein da hier, den ich zuerst hatte. So dass ich jetzt halt fast täglich binden kann. Mein Körper braucht trotzdem Pausen, weil ich einfach, wie gesagt, zu unfähig bin dafür. Man sollte so oder so Pause machen, von dem her. Beim ersten Binder hatte ich überhaupt keine Probleme, den anzuziehen, weil er halt extrem dehnbar ist. Also ich habe den einfach so irgendwie drüber gezogen, so zack, zack. Und man kann ihn aber anziehen. Ja, das sieht jetzt richtig nice aus. Oh ja. Aber und man konnte ihn einfach auch wieder ausziehen. Gar kein Problem. Das war auch das einzige Coole an dem, sagen wir es mal so, weil alles andere konnte er ja nicht. Ne? Beim GC2B-Binder wusste ich, dass ein paar Leute schon drin stecken geblieben sind. Und wenn ich jetzt alleine irgendwie in meiner Wohnung bin und noch nicht mal rauskomme, müsste ich den aufschneiden. Und das wollte ich halt vermeiden. Deswegen habe ich mir extra Tutorials dazu angesehen, wie man diesen Binder anzieht. Und ein Trans-Dude meinte halt, naja, die breiteste Stelle sind eh die Schultern. Also kann man im Worst Case auch reinsteigen. Das habe ich mir, also das habe ich halt nicht probiert. Weil ich dachte, ja, von oben halt nach unten mal. Jetzt ist nicht mit dem GC2B-Binder, den muss ich sehen, sonst bleibe ich nämlich wieder stecken. Und ich habe keine Ahnung, warum ich das so gemacht habe, aber tut es nicht so, ja. Ich dachte nämlich, wenn ich diesen Binder so anziehe, so, ich mache das einfach mal, ne, also nicht so direkt reinsteigen, weil das geht ja nicht, weil kriegt man ja so nicht drüber. Also ich habe es probiert, aber es geht aber nicht. Deswegen habe ich den so angezogen, weil es halt viel weiter ist. Und habe den runtergezogen und dachte dann, naja, dann kann man ja so von unten rein und dann mehr in die Fresse hauen und sich weiter vorkämpfen. Und dann könnte man ihn ja so anziehen, das war mein Gedanke. Nur, das geht nicht beim GC2B-Binder, denn man kommt hier nicht rein. Man bleibt einfach so stecken und kommt nicht weiter. Und ich so, okay, gut, dann muss ich den jetzt wieder ausziehen. Und habe versucht, den wieder so hoch. Und ich kam dadurch, dass ich den Arm hier natürlich auch nicht durchgebracht habe, dachte ich mir so, jetzt ist wirklich passiert. Ich bin stecken geblieben. Richtig geil. Ach ja, der eine Typ meinte ja, man kriegt den über den Arsch weg. Und ich so, na gut, dann ist Arschzeit. Und dadurch, dass mein Arsch so thick ist, ging das halt auch nicht. Ja, also habe ich dann 20 Minuten versucht, mich rauszuquetschen, rauszuschälen. Habe es dann irgendwann auch geschafft. Und jetzt die Demonstration, wie man diesen GC2B-Binder auch tatsächlich wirklich anzieht. Und zwar, man macht es so, und das denke ich auch jeder, also ich meine, das kann überhaupt nicht schief gehen. Man steigt nämlich so ein, sodass man die Hände so hat und dann macht man das so und dann muss man halt ziehen und tada! Ja, und beim Ausziehen das irgendwie so hochschieben und fuck! nein, ich werde schon nicht stecken und dann kann man das so wieder ausziehen. Ja. Yep. Also nicht reinsteigen, weil wenn ihr einen thick ass habt, dann wird das nicht funktionieren. Man kann es ja davor probieren, ob man von unten reinkommt, aber das geht bei mir halt überhaupt nicht. Und bloß nicht so anziehen. Nein. Denn dann könnt ihr im Worst Case diesen Beine wieder aufschneiden. Ich bin auch drauf gekommen, dass ich allgemein einfach falsch atme, weil ich früher eben sehr viel durch den Oberkörper geatmet habe und halt nicht durch den Bauch. Wobei, wenn man einen Bein da
hat, also anhat, sollte man halt sehr viel durch den Bauch atmen, weil man oben einfach nicht genug einatmen kann. Man versucht es zwar, aber es kommt einfach nicht genug Luft in die Lunge und deswegen hat man dann, also hatte ich zumindest oder habe sie immer noch ab und zu, ja, diese schwarzen Punkte. Und wenn mir das passiert, dann muss ich mich wieder darauf konzentrieren, dass ich halt ein paar gute, richtige Sauerstoffzüge mir gönne, damit ich nicht wieder zu wenig Sauerstoff in mir habe. Man braucht nämlich eine flache Atmung. Das ist der Trick. Man muss man muss viel atmen und flach. Und ich habe davor halt, dadurch, dass ich athletisch, also sportlich bin und viel Sauerstoff, also viele rote Blutkörperchen habe durch den Sport und somit mehr Sauerstoff transportieren kann. Das passiert halt, wenn man viel Sport treibt. Dann musste ich zuvor nicht so viel atmen. Aber wenn ich geatmet habe, dann habe ich halt tief geatmet. Also alle heiligen Zeiten mal, aber dann... Aber wenn man den Bein anzieht und alle heiligen Zeiten mal atmet und dann macht, dann kommt halt viel zu wenig rein. Von dem her öfter atmen und kleiner atmen und mehr durch den Bauch atmen. Was ich ab und zu trotzdem noch mache, ist einfach so ein... Weil ich einfach immer auch diese tiefe Lungenzüge versuche, die nicht funktionieren. Und da kommt es halt... Hört sich halt voll ungesund an, aber ist es auch, wenn man das über Jahre hinweg macht. Also das ist halt voll nicht gut für den Körper und so, klar. Deswegen gibt es ja auch im Sommer dann, also im Herbst, nicht im Sommer, denn da ist es heiß, da ist Nopi nicht so smart, dann die Mastektomie, damit ich mir den Scheiß nicht mehr geben muss. Vor allem, damit ich dann einfach oben ohne endlich mal rumlaufen kann. Wie geil ist das denn? Da muss ich nicht immer so... Sondern ich kann schwimmen gehen, ich kann mich umziehen ohne Probleme. Es ist einfach... Das Leben ist dann schön. Ich meine, es ist jetzt schon nice mit Tests und so weiter, aber nach der Mastek, dann ist es richtig nice, weil ich mir den Scheiß nicht immer geben muss. Und ich immer das Gefühl habe, so, ich muss das verstecken. Nein, sitze ich schon wieder falsch? Sieht man da schon wieder was? Und dann immer wieder diese typische Bewegung, die man so macht. Ab und zu ist mein Kopf auch komplett rot angelaufen, weil ich zu wenig Sauerstoff in mir hatte. Rückenschmerzen habe ich Gott sei Dank nicht. Aber das liegt, glaube ich, auch daran, dass ich den Bein da halt nicht immer so extrem lang... Es kommt halt drauf an. Ab und zu ist halt absolut unlucky und man ist auf einem Event und dann ist man noch, was weiß ich, irgendwo. Und schlupf sind es 12 Stunden, die man den Bein da anhat. Das merkt man am nächsten Tag dann halt schon extrem. Da hat man dann gute Rückenschmerzen, sagen wir es mal so. Ist halt auch voll... Also, ja... Man soll es halt nur 8 Stunden tragen und man soll es nicht jeden Tag tragen, sondern Pausen machen. Aber manchmal geht es halt einfach nicht. Manchmal, also was willst du tun? Kein Bein da tragen in der Öffentlichkeit? Lol! Es geht einfach nicht. Ich meine, nein, da würde ich einfach wahnsinnig werden. Da gehe ich lieber zur Veranstaltung nicht hin, als dass ich kein Bein da tragen kann. So sehr ich es auch möchte, kann ich halt beim Sport keinen Binder tragen, weil ich mit Binder nicht mal 50 Meter sprinten kann. Und es ist mir beim Sport doch wichtiger, einfach das Maximale geben zu können, um schneller Fortschritte zu erzielen. Wird dann nicht spannend, wenn ich zum Beispiel auf ein Festival gehe und dann 3 Tage hintereinander eigentlich 12 Stunden lang... Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich weiß es nicht. Aber bis dorthin, ich trainiere mir einfach die Oberweite weg. Aber durch das Testo schrumpft das Ganze ja sowieso und ich hoffe einfach, dass ich so Thai-Turner-Style-mäßig das Ganze so weit weg trainieren kann, dass ich dann irgendwann mal auch ohne Bein da rumlaufen kann und halt nur so Klebestreifen über die Nippel, damit die nicht so durch das T-Shirt durchschauen. Das war's und wünsche ich euch einen schönen Tag, guten Abend, Mahlzeit oder was weiß ich, was ihr euch gerade macht. Peace.